Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Dresdner Essenz-Adventskalender für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in den 24 Kläppchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieser Adventskalender ist verfügbar auf DM Online und es ist Dresdner Essenz. Wir gehen davon aus, dass wir nur Pflege drin haben. Ne? Hauptsächlich Badeprodukte, was ich persönlich nicht schlimm finde, denn ich bin aktuell dabei, ziemlich viele Adventskalender für Leute in meinem Umfeld zu erstellen, also auch für meine Familie und so weiter. Ja, und da ist auch das ein oder andere Mädel, wollte ich gerade sagen, die ein oder andere Frau dabei, die sehr, sehr gerne badet. Und da wollte ich auch einen entsprechenden Adventskalender erstellen. Deswegen passt mir das gerade sehr, sehr gut. Und ja, wir gucken uns den erstmal an. Ich glaube, der kostet 29,95, ne? Genau. Hier auf dem Cover haben wir eine Weihnachtskugel, eine Christbaumkugel, die sich aus verschiedenen weihnachtlichen Elementen zusammensetzt. Das finde ich ganz hübsch designt. Also das ist auf jeden Fall sehr weihnachtlich, sehr hübsch. Das gefällt mir. Und hier oben steht Dresdner Essenz wünscht frohe Weihnachten. Dieses Cover, diesen Spruch werden wir aber im Prinzip die ganze Adventszeit über nicht sehen. Denn wir sehen das hier während der ganzen Adventszeit. Ja, hier haben wir den Adventskalender an sich. Das ist nämlich ein aufklappbarer Adventskalender, den du dir so hinstellen kannst. 24 Verwöhnmomente. Und ich bin auch wirklich gespannt, was für ein Wert sich darin verbirgt, was für Produkte da drin sein werden. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Mit der Nummer 1 selbstverständlich. Es löst sich hier oben schon so ein bisschen ab. Drin verbirgt sich tatsächlich das erste Badeprodukt, Dresdner Essenz Aroma Schaumbad Granatapfel, intensiv pflegend mit Granatapfel Samenöl. Ja, es ist vegan, es sind 25 ml enthalten und wir schnuppern mal dran. Also sowas reicht dann wohl für ein Vollbad, würde ich mal so sagen. Ja, es riecht wirklich sehr fruchtig nach Granatapfel, aber es gefällt mir unheimlich gut. Ach so, dass du was in diesem Video gewinnen kannst, steht im Titel. Und das ist auch so. Was es ist und was du dafür tun musst, das kommt gleich. Hast du aber wahrscheinlich auch schon im Thumbnail gesehen. Hier haben wir die Nummer 2. Der Tag gehört dir. Pflegedusche. Bio, Orange und Yuzu. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in groß. Das ist ja cool. Und da sind 30 ml drin. Das finde ich schön, dass da auch diese Sprüche draufstehen. Dass es auch auf den kleinen Größen steht. Also das ist wirklich wie das große Produkt, nur in mini, mini klein. Riecht orangig tatsächlich, also sehr fruchtig, eher frisch. Aber Orange, hoch, ist auf jeden Fall ein Duft, den man ja auch tatsächlich mit Weihnachten verbindet. Man schält sich Orangen und isst die dann, damit man auch schön Vitamin C im Winter zu sich nimmt. Auch Mandarinen gehören dazu, finde ich. Also deswegen passt auf jeden Fall vom Duft zu Weihnachten. Die Nummer 3. Kläppchen lassen sich aber ganz gut öffnen, das geht. Oh, guck mal, hier haben wir auch eine Handcreme drin. Und auch die ist wieder mit diesem gleichen Duft, und zwar Granatapfel. Kann ich es eigentlich hier abstellen, oder? Nein, ich halte es dir mal etwas näher für die, vor die Kamera. Das sind 20 ml, die dort enthalten sind. Ich mag die Dresdner Essenz Handcremes tatsächlich auch echt gerne. Und 20 ml ist auch eine kleine Größe, die kannst du auch in die Handtasche gut packen. Ich mag sowieso kleine Größen für Handtaschen, also sprich Handcremes in dem Sinne dann ja auch viel, viel lieber. Die hat einen sehr zarten Duft nach Granatapfel. Das finde ich angenehm. Das muss ja auch nicht zu extrem riechen, weil gerade auf Händen, ne, brauchst du jetzt nicht so diesen Ultraduft haben. Das ist ganz schön. Hier ist die Nummer 4. Da haben wir das nächste Schaumbad. Lichterglanz Aroma Schaumbad mit traumhaftem magischem Duft. Ja gut, da müssen wir mal gucken, ne? 25 ml sind auch hier enthalten. Was ein traumhaft magischer Duft sein soll. Riecht ja einfach nach Seife? Minimal zitrisch, aber jetzt auch nicht so. Also, es riecht nach Nivea-Seife quasi. Ja. Der Tag vor Nikolaus darf uns hier einmal verwöhnen. Huch, und da fällt uns schon das Produkt raus. Ein Bademini-Winterwalzer mit entspannendem Winterduft. Ein Winterwalzer? Okay, das ist dann wahrscheinlich einfach eine Badebombe, oder? Keine Ahnung. Aber es fühlt sich an wie eine Badebombe, definitiv. Kann es nicht viel durchriechen, riecht dann etwas sanfter, würde ich mal so sagen. Aber ich denke, dass wenn man es aufmacht, riecht es ja nochmal intensiver.
Hat ein bisschen was von Kokos, muss ich sagen. Jo. Ich meine, dass wir auch nur Proben hier drin haben, damit habe ich gerechnet. Ich meine, wir haben, also Proben, ne? Luxusproben sind es ja in dem Sinne, dass du hier komplette Full-Size-Produkte drin hast. Ich glaube, damit haben wir alle nicht gerechnet. Dann hätten wir mehr als nur 29,95 bezahlt. Und Dresdner Essenz ist auch nicht unbedingt die günstigste Marke. Deswegen, das sind halt einfach so Probiergrößen, wo man dann auch entsprechend mal so ein bisschen auf den Geschmack gebracht werden kann. Und die man vor allem auch selber, wenn man Adventskalender bastelt, schön in diese Stiefelchen reinmachen kann, wenn man so Hängekalender hat oder so. Da kannst du jetzt keine Oschi-Tube reinpacken. Das macht auch keinen Sinn. Deswegen, da bin ich vollkommen konform mit. Das finde ich vollkommen in Ordnung. So, jetzt schauen wir uns aber die Nummer 6 an. Das ist Nikolaus. Nikolaus darf aber gerne mal ein bisschen krachen und das ist ungefähr das kleinste Türchen. Oh, aber hier haben wir etwas Tolles drin. Und zwar habe ich hier eine Anti-Aging-Konzentrat-Ampulle mit drin. Das finde ich klasse, das gefällt mir und das wird auch super von mir verwendet werden. Nicht super, das wird gerne von mir verwendet werden. Cool, auf jeden Fall eine Ampulle mit dabei. Und wo wir schon mal beim Thema sind... Das passt jetzt einfach mal ganz gut. Du kannst den kompletten Balea Ampullen-Adventskalender in diesem Video gewinnen. Ich wurde oft gefragt, ob ich den nicht vielleicht öffnen, unboxen, wie auch immer möchte. Den könntest du theoretisch für 12,95 € bei DM bestellen. Habe ich ja auch gemacht und habe ihn jetzt hier. Du hast hier halt die 24 Ampullen drin. 23 mal 1 Milliliter und 1 mal 2 Milliliter, genau. Und halt mit Abbrechhilfe und so weiter. Dann kann man den hier unten öffnen und dann jeden Tag eine Ampulle entnehmen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich ihn nicht aufmache, sondern dass ich ihn einfach in diesem Video verlose. Fand ich irgendwie ganz cool. Und was du dafür tun musst, das sage ich dir gleich. Ich finde den übrigens ganz schön groß, ne? Ich meine, wenn man hinten so guckt, da, hier sind dann quasi die 24 Ampullen drin. Aber ich finde den größer als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass er so groß ist. Nein. Und die Ampullen sind tatsächlich dann auch, wie man hier so sehen kann, ne, einzeln verpackt. Dementsprechend auch transportsicher. Da bewegt sich nichts. Lass dich verzaubern. Die Nummer 7 ist hier wieder etwas größer. Oh ja, sowas mag ich. Das ist eine Winterbeeren-Bodylotion mit Beerenduft und Tonka. Da sind 30 Milliliter drin und ich denke, das wird ziemlich geil sein. Auf sowas habe ich ja Bock, ne? Winterbeere ist immer für mich so eine, weiß ich nicht, so ein geiler Duft, den ich gerne tatsächlich im Winter auch trage und mir auch gerne auf den Körper schmiere, ja. Oh, das riecht richtig gut, das möchte ich auf meine Hand machen. Das ist halt von der Konsistenz etwas fester. Oh ja, ist sehr ergiebig, wenn man das halt so verreibt, dann wird das etwas weißlich. Oh, das riecht richtig toll. Ich weiß nicht, wie Tonkabohne riecht, aber wenn es so riecht, ist toll. Man riecht auf jeden Fall dieses Beerige davon und oh, leicht süßlich, aber nur ganz, ganz leicht, nicht aufdringlich süßlich. Und hat auch so ein leicht, ja, das ist dann wahrscheinlich die Tonkabohne, ne? So einen leicht zimtigen Abgang. Hier oben ist die Nummer 8. Ui, komm her, du schaumige Auszeit. Ein Schaumbad mit Bio-Mango und Kumquat. Kumquat ist ein tolles Wort, es gefällt mir. 25 Milliliter sind da drin enthalten. Und auch das wieder passend für ein komplettes Vollbad. Ja, die Mango riechst du gut raus. Oh ja, das riecht toll. Hm. Die Nummer 9 befindet sich hier unten in der Badewanne drin und sie ist ziemlich groß. Da wo drin ist. Geil, das kann ich gut gebrauchen. Das ist wie auf Wolken ein Fußsprudelbad mit Bio-Calendula und Mandarine. Ich glaube, das habe ich tatsächlich sogar schon mal da. Aber jetzt kann ich es halt tatsächlich im Winter sehr gut gebrauchen, weil dann nehme ich sehr gerne auch mal ein Fußbad. Das ist so meine Badewanne für Arme, weil ich kann das nicht machen, wie das zum Beispiel die liebe Alina, Frühlingsrolina, macht. Die macht quasi ihre, funktioniert ihre Dusche um zu einer Badewanne. Kann ich nicht, wir haben eine ebenerdige Dusche. Ich kann das ganze Badezimmer fluten, aber ich glaube, dann reißt mir mein Freund den Kopf ab. Ja, das kann ich dann einfach in meine Fußwanne reinmachen und ja, genießen. Finde ich gut, das gefällt mir. Ja, und es riecht schon voll mandarinig hier raus. Hm. Fröhlich weiter geht es mit der Nummer 10. Und da haben wir wieder was für die Badewanne, denke ich mal. Jetzt will es nicht mehr raus. Jetzt hat sich das Ding auch gedacht, nee, Claudia, also ganz ehrlich, du hast ja schon so viel aus mir rausgeholt. Das ist hier nicht so vorgesehen. Normalerweise machst du hier ein Käppchen pro Tag auf und du reißt hier einfach mal alles auf. Kannst du knicken. Mich kriegst du nicht raus. Wollen wir nochmal sehen. Sehen wir doch. So. Adventszauber Aromaschaumbad mit traumhaft entspannendem Duft. Adventszauber? 25 Milliliter natürlich wieder drin, ne? Huch, jetzt habe ich mit der Nase die Blase hier zerstört. Das hat auch was von Lavendel, hätte ich jetzt fast gesagt.
Riecht sehr, sehr angenehm. Ja, das kann wirklich sehr entspannt sein. Das ist halt richtig lila auch, ne? Also bei sowas hoffe ich dann auch immer, dass das Badewasser so schön lila wird. Hier haben wir die Nummer 11. Wieder so klein. Oh ja, wie praktisch. Ich will auch nicht mehr raus. So pflegend. Lippenpflegestift mit Bio-Aronia und Beerenwachs. Oh, das ist toll. Das ist ein Full-Size-Produkt. Ich glaube, neben der Ampulle das einzige Full-Size-Produkt, was hier drin ist. Nee, das Fußball, das ist auch ein Full-Size-Produkt. Ja, ohne Farbe einfach, ne? Hat keinen wirklichen Duft, aber cool. Halbzeit. Ja, hier oben. Die 12. Zeit zum Glücklichsein. Ein Schaumbad mit Biomagnolie und Palmarosa. Oh, das ist ein Duft, der mir wahrscheinlich sehr gefallen wird, weil das extrem schön blumig sein wird. Und hoffentlich sogar pink. Nein, blau. Schade. Oh, der hat aber was Minziges mit dabei. Ist das dann quasi das Palmarosa? Palmarosa? Weiß ich nicht. Aber Magnolie ist doch eigentlich eher blumig. Oh, das riecht aber sehr minzig. Das riecht mehr nach einem Erkältungsbad. Vielleicht ist man dann ja auch irgendwann mal erkältet in der Weihnachtszeit. Klopfer auf Holz sind wir nicht. 13. Hier. Das ist schön. Das ist schön. Das ist ein Typchen. Und zwar ein Fußbalsam. Sehr gut. Auf Schritt und Tritt gepflegt mit Bio, Calendula und Mandarine. Das riecht halt genauso wie das Fußbad. 30 Milliliter sind enthalten. Sowas verwende ich echt gerne. Also ich muss euch auch wirklich immer wieder dazu animieren und raten, beziehungsweise ich möchte es, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, pflegt eure Füße. Ne? Die tragen euch durch euer ganzes Leben. Dann sollte man nicht, wenn man sich eincremt, an dem Knöchel aufhören. Man sollte auch die Füße pflegen. Und die brauchen ganz besondere Pflege. Sowas, ich glaube, das hatte ich tatsächlich genau so schon mal. Das pflegt einfach ganz, ganz toll. Ja, und so eine Fußcreme, die riecht halt nicht nach Fuß, die riecht dann halt nach was Speziellem. Also in dem Sinne ja nach Bio-Calendula und Mandarine. Ja, riecht überhaupt nicht nach Fußcreme, nach klassischer. Ja, ich finde, Fußcreme riecht sonst gerne mal so ein bisschen muffig. Das tut's nicht. Das riecht gut. 14. Ein Hautöl. Oh ja. Wir sind ja alle in der Winterzeit etwas gestresst, beziehungsweise unsere Haut. Dementsprechend ist sie dann meistens auch etwas trockener aufgrund von Heizungsluft und so weiter. Und hier haben wir ein Hautöl, Granatapfel, hautstraffend und zur Massage geeignet. 25 Milliliter sind dort enthalten. Massage kann man doch auch gerade im Winter sehr, sehr gut gebrauchen. Doch, man kuschelt sich näher zusammen und so. Und es riecht halt wirklich wieder nach diesem Granatapfel, ne? Wonach einige Sachen jetzt hier schon gerochen haben. Sehr, sehr toll. Gefällt mir. 16. Dresdner Essenz Traumfänger. Aromaschaumbad mit mystisch inspirierendem Duft. Okay, was ist mystisch inspirierend? Und der ist jetzt bestimmt rosa. Nein, auch der ist blau. Da riecht irgendwie ein bisschen männlich. Also das ist eher was für einen Mann, obwohl das halt tatsächlich mit Pink hier vorne drauf ist. Aber gut, irgendwas von einem Männerduschgel, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, kann man mögen, muss man aber nicht. Die Nummer 17 ist wieder so... Ciao. Ist wieder so ein Badefisser, eine Badetablette. Winterfantasie mit verwöhnendem Winterduft. Fantasie und Fantaer. Das riecht nach Rose. Das riecht gut. Habe ich die 15 vergessen? Oh, Leute, ihr müsst das wagen. Ja, Mist. Okay, ja, eine Express-Handcreme für Fingerspitzengefühl. Sehr toll. Womit bist du? Mit Bio-Guave und grüner Minze. Okay, interessant. Süß, oder? 30 Milliliter sind da drin. Ja, die riecht wirklich zitrisch, muss ich sagen. Ja, zitrisch und ein bisschen nach Minze auch. Ja, das muss ich testen. Das muss ich tatsächlich testen. Weiter geht's. Wo waren wir jetzt eigentlich, Leute? Ich glaube, die 18 müsste ich jetzt aufmachen. Genau. Oh, toll. Oh, toll, oh, toll. Und das ist festgeklebt, damit es nicht verrutscht. Das finde ich gut. Das ist eine Gesichtsmaske, auch wieder mit Granatapfel. Das scheint irgendwie aktuell der Lieblingsgedöns zu sein. Eine Anwendung, 6 Milliliter sind da drin. Ich glaube, die kannst du nicht so kaufen, oder? Ich glaube, die gibt es nur in groß. Aber gut, ja. Jetzt habe ich die mit dabei. Ich muss mal gucken, ob ich sie selber teste, weil ich eigentlich... Ja, komm, kann ich eigentlich wohl machen, ne? Eigentlich bin ich eher so der Fan von Tuchmasken, aber das kann ich mir trotzdem mal ganz gut vorstellen. 19. Oh, du fröhliche Badezeit. Ein Schaumbad mit Bio-Shea-Butter und Pistazie. Oh, das riecht bestimmt total schön nach so einem Weihnachtsteller. Als würdest du dich einfach auf einen Weihnachtsteller legen. Es ist grün. Boah, das riecht irgendwie nach Weihnachtsmarkt, nach Lebkuchen, nach Honigkuchen. Richtig lecker. Richtig lecker. Ich am liebsten so rein damit. Das ist cool.
20. Hier oben. Oh, wieder eine Dusche. Ja, ein bisschen viel von diesem Granatapfel. Also du musst halt wirklich dieses sehr fruchtige, etwas ins Zitrische mögen. Ich bin jetzt kein zitrisch-mögender Fan. Zitrisch-mögender Fan, ne? Ich verwende nicht so viel zitrische Düfte, weil ich das eigentlich nicht so gerne mag. Muss ich mal gucken. Also das ist eine Schönheitsdusche halt mit Granatapfel. Da sind drin 20 Milliliter. Und ja, das ist halt auch wieder dieser typische Granatapfelduft. Die haben so viele verschiedene Düfte. Das finde ich jetzt von den Duschprodukten dann ein bisschen... Ja, es sei denn, du stehst halt drauf, dann ist es voll dein Ding. 21. Da. Oh ja, jetzt haben wir hier so ein Aromabad mit diesem Winterbeerenduft. Aromacremebad. 25 Milliliter sind da drin. Und den Duft, den finde ich richtig, richtig toll. Den hast du jetzt halt auch als Schaum, als Aromacremebad. Das finde ich total klasse. Oh, das riecht so zart, so sanft und leicht nach diesen Beeren. Und du riechst fast diese Eiskristalle, die du da auch drauf siehst. Ne? Also ganz, ganz klasse. 22 haben wir hier unten. Creme de la Creme. Reichhaltige Bodylotion mit bio-blaue Iris und Shea-Butter. Okay, interessant. Was ist eine bio-blaue Iris? Also eine blaue Iris. Also riecht aber ganz gut. Komm mal raus hier. Sehr reichhaltig, sehr angenehm. Riecht ein bisschen nach Desinfektionsmittel, muss ich gestehen. Das ist nicht ganz mein Duft. Nee, nicht so ganz. Aber es fühlt sich schön an. Das muss man dem lassen, ne? 23, der Tag vor Weihnachten. Eine Pflegedusche lässt dich froh und munter sein. Das ist cool, da kannst du nochmal schön vor Weihnachten nach Weihnachtsmarkt riechen. Klasse, das gefällt mir. Das gefällt mir. Gut, ne? Also das verwende ich wahrscheinlich bei zweimal Duschen. Dann ist es leer. Dann bin ich mal gespannt, was wir in der Nummer 24 drin haben, denn das Türchen ist doch etwas größer als die anderen. Oh, geil. Hier haben wir eine Full-Size-Größe. Nimm dir Zeit für dich. Intensivhandcreme mit Bio-Shea-Butter und Pistazie. Ich glaube, das ist so ziemlich mein Lieblingsduft jetzt hier aus dem Adventskalender, denn da riechst du wirklich mit nach Weihnachtsmarkt. Cool. Und das jetzt als Full-Size-Produkt, das gefällt mir, das finde ich geil. Oh, ich rieche nochmal dran. Ja, Weihnachtsmarkt sagt Hallo. Was du übrigens tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist irgendwie ein Herzchen-Smiley in die Kommentare zu schreiben oder wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, Smileys zu schreiben, also Smileys auszuwählen, dann mach einfach so ein, wie nennt sich das, Großsymbol und dann eine 3 dahinter oder so, ne, dass es aussieht wie ein Herzchen. Genau, damit nimmst du automatisch dann an der Verlosung teil. Ja, genau, das gefällt mir. Coole Produkte. Und nicht für alles braucht man eine Badewanne. Das finde ich cool. Ich kann ziemlich viele Produkte dann entsprechend weitergeben oder eben selber für ein Fußbad verwenden. Ne? Also, weil das halt so kleine Größen sind, finde ich das auch ganz praktisch, weil ich dann quasi so 3-4 Fußbäder von einem so einem 25 Milliliter Typchen machen könnte, wenn man halt ein Fan davon ist und einfach mal so ein bisschen Verwöhnmomente haben oder schenken möchte. Ja, cooler Adventskalender. Würde ich mir nochmal kaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Dresdner Essenz vielleicht noch ein paar mehr Düfte so nächstes Jahr mit in die Adventskalender mit reinbringt, aber das sind schon so die klassischen Weihnachtsdüfte, ne? Hat mir dennoch sehr gut gefallen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Das sind ganz schön viele. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!